kein Induktionsherd, keine Eieruhr und der einzige Bach, der hier fließt, ist der Murmelbach. Tief in den Wäldern des Bergischen Landes kochen Pärchen gegeneinander, füreinander. Wer kann den anderen überzeugen und wird die Beziehung dieser Belastung standhalten? Das ist Abgebrüht. Mein Name ist Steve, aber ihr könnt mich Herd nennen. Und ich bin Melinda. Wir bei Abgebrüht nehmen die Verfassung ernst. Deshalb gibt es genau zwei Regeln. Du darfst deinen Partner nicht vergiften und du musst dich an die Verfassung halten. Cook-off Champs, macht euch bereit. Eure Zeit beginnt jetzt. Ich werde Kyle ein richtig nices Steak machen. Ich bin mir noch unsicher, was ich kochen will. Wow! Ich stehe hier im Fluss. Wecke die Fische auf. Und sag ihnen, dass Essenszeit ist. Ein alter Jägertrick. Ich imitiere die Schreie der Beutetiere eines Steaktieres. Das bringt das Steak in meine Schusslinie. Ich hab einen! Still alive! Ihr macht den Tieren Angst. Ich bin immer noch auf der Jagd. Ich habe überlegt, wie ich ein Feuer machen kann. Alles, was ich dafür brauche, sind meine Brille und die Sonnenenergie. Ich kann kochen. Ich muss mir mehr Zeit verschaffen. Kyle liebt Salat. Er wird ihn natürlicherweise nehmen wollen. Und dann schnapp, zack, ist er in der Falle. Das schafft mir Zeit, um seinen Fortschritt aufzuholen. Einwandfrei. Ich bin zufrieden und hoffe, Francis wird es auch sein. Die Miteinbeziehung von Passantinnen können wir nicht tolerieren. Wenn die Gemüter überkochen, ist es für dich, Francis, Zeit zu gehen. Dein Ei ist schlecht geworden. Ihr Wichser, ihr kommt alle in die Hölle. Ich gehe jetzt in die Wildnis. Francis, es ist aus. Ich kenne das Verhalten von Francis. Sie hat schon häufiger andere Frauen zum Schreien gebracht. Und ich tue mir das nicht länger an. Trotzdem möchte ich... Ich will trotzdem so gerne, dass zumindest die Jury mein Meisterwerk probiert. Ich muss sagen, ich bin schockiert davon, wie gut diese Zutaten zusammenpassen. Lecker! Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Und der Tag nahm ein großartiges Ende. Das war Abgebrüht.